immer wieder gefragt, ob die Arka Daniel eine Kirche sei, eine Religion, welcher Religion wir angehören. Da könnte ich oder möchte ich Folgendes sagen. Die erste Antwort ist nein. Wir sind keine Kirche, wir sind keine Religion. Meine Kirche ist die Natur als Tempel Gottes für seine Schöpfung. Und Religionen gibt es ganz viele, die eigentlich schlussendlich alle dasselbe sagen und uns auf denselben Weg bringen sollen. Ich würde sagen, ja, es ist eine Religion. Ich möchte zumindest eine Religion machen. Da für mich eine Religion ganz einfach alles einschließt, was lebt und existiert. Was mir in den bekannten Religionen vielfach fehlt, sind die Tiere, sind die Pflanzen. Sie sind nicht heilig, sie sind nicht göttlich. Sie haben keinen Schutz verdient. Nicht, dass ich alle Religionen kennen würde. Ich rede jetzt mal vom christlichen Gesichtspunkt und schau mal in die Bibel und frage mich, wieso man so viele Seiten schreiben konnte. Und die Tiere höchstens als Opfertiere oder als schlechtes Symbol zeigt. Das betrübt mich. Und aus dem Grund möchte ich sagen, ja, Religion für alle. Einfach alle. Alle müssen dieselben Rechte haben, weil wir alle vom selben Gott geschaffen sind. Es gibt keine Unterscheidung zwischen und, sondern es gibt nur eines. Die göttliche Schöpfung, der wir angehören und die wir nutzen können, wie Schöpfer. Sobald wir gemerkt haben, wie man schöpft, wie man was tut und wie man Gutes tut, damit man Gutes bekommt. Christsein. Was ist das? Ich frage mich immer wieder, wie das Christentum 2000 Jahre überleben konnte und dabei aber nur sich selber jeweils in den Mittelpunkt gestellt hat. Für mich, Christsein heißt Nächstenliebe. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Nun, die einen fragen sich, ja, ich liebe meinen Nächsten, ich liebe meinen Bruder, ich liebe meine Eltern, ich liebe meine Kinder, ich liebe meinen Nachbar, zum Teil. Aber für mich ist Liebe deinen Nächsten viel mehr. Natürlich liebe ich meine Familie. Ich liebe aber genauso meinen Hund, der mir treu zur Seite steht und immer aufpasst, dass es mir gut geht. Meine Katze, meine Tiere überhaupt. Ich liebe die Vögel, die mir am Morgen ein Lied zwitschern. Und ich liebe den Baum, auf dem sie sitzen. Um es einfach zu sagen, ich liebe die Natur. Und ich als christlich erzogener Mensch versuche nun, in dieser ganzen Religion die Natur zu finden und zu sehen, was die Natur mir zeigt, bringt, was sie ist. Ich suche die Bibel ab, ich suche die Kirchen, aber das Einzige, was ich da finde, sind abgeschnittene Blumen. Wie kann sich eine Religion derart entwickeln, 2000 Jahre bis heute, scheinbar, ohne dabei die Natur mit einzubeziehen? Ist die Natur kein Geschöpf Gottes? Ist die Natur nicht gemacht von Gott? Für mich ist die Natur genauso göttlich wie wir, oder vielleicht bedeutend mehr. Vielleicht ist die Natur der Inbegriff von Gott. Eines wissen wir bestimmt,
Ohne Natur leben wir nicht. Ohne Natur gäbe es uns nicht. Nichts von dem, was wir kennen, gäbe es. Meiner Meinung nach ist es an der Zeit, die Religion Christentum wieder einmal in ein neues Licht zu stellen. Wieder einmal alles, was göttlich ist, zu integrieren und zu schützen. Hätten wir das bereits vor 2000 Jahren gemacht, dann wäre unsere Mitwelt heute ein Paradies. Wir würden auf der schönsten Erde leben, könnten uns der Schönheit erfreuen, könnten uns gesund ernähren, wir könnten gesund atmen und die Liebe würde allen gelten. Also ist es an der Zeit, meine eigene Kirche zu machen, in der alle Platz haben. Meine Tiere, meine Pflanzen, meine Früchte, die Luft, das Wasser, der Boden. Alles, was Teil ist, muss hier Platz haben. Und meiner Meinung nach in erster Linie gepflegt werden. Denn wenn die Natur intakt ist, sind auch wir intakt. Wenn die Natur gesund ist, sind auch wir gesund. Und wenn wir gesund sind, können wir wieder gesund denken. Gesund denken heißt göttlich denken. Denken mit Verantwortung. Denken mit Liebe. Ein Denken im Miteinander. Und mit Respekt des jeden einzelnen Lebens. Das wäre mein Ziel. Das ist meine Religion. Da denke ich. Da arbeiten wir. In meiner Kirche trifft man sich, um zu planen, welche Bäume man pflanzt. Um zu lernen, wie die Natur funktioniert. Um zu lernen, wie die Natur sich schützt, ernährt, pflegt. Die Natur weiß doch alles. Und wir haben gemeint, wir seien Schleier. Wir könnten die Natur separieren in Elemente und jedes einzelne Element ist dann hilfreich für uns. Kann ja sein. Aber bestimmt ist die Genialität des Gesamten das, was man als Gott bezeichnen kann. Als Sohn Gottes deklariere ich heute meine Religion, mein Christentum als unvollständig, ungerecht und kaum im Namen Gottes. Ich als Gottes Sohn werde sehen, dass ich als Christ, was der Name auch immer bedeuten mag, sehen werde, dass die Schöpfung Gottes wieder in ihren Platz kommt, wieder respektiert, geliebt, gepflegt und weitergetragen wird. Dass wir wieder ein Teil sind von der Natur und nicht Teile von Labors und Marketingunternehmen. Als Gottes Sohn habe ich die Aufgabe hier, dir zu zeigen, dass die Natur, unsere Tiere, unsere Pflanzen genau das sind, was gesund sein muss, damit wir leben können. Es lebe der Gott, der mich geschaffen hat. Es lebe der Gott der Freiheit. Es lebe der Gott der Natur, der endlosen Schöpfung. Und genauso endlos wie die Schöpfung ist auch die Schönheit endlos. Je mehr wir Bilder vergrößern, sehen wir, wie schön eigentlich alles gestaltet ist. Je mehr wir die Mathematik in unsere göttliche Schöpfung bringen, je mehr sehen wir, wie genial, dass das Ganze aufgebaut ist. Obschon wir immer noch nur in drei, vielleicht vier Dimensionen sehen. Ich als Gottes Sohn bin hier, um all denen zu helfen, die bereit sind, die göttliche Schöpfung im Gesamten wieder in ihr Herz aufzunehmen, zu bedanken
was wir alles haben, und wieder aufzubauen, was allen gehört. Eine komplette Natur, die intakt ist, in der wir leben, gesund leben und uns entwickeln können als geistige, göttliche Wesen, als Schöpfer von Welten, Schöpfer von Universen. Wer die Schönheit hier sieht, weiß auch, wie schön es sein kann, Schöpfer zu sein. Also, seien wir Schöpfer. Pflanzen wir Bäume, pflanzen wir Blumen. Leben wir gesund und danken jeden Tag für all das, was wir haben und Natur nennen. Amen.